Ja, hallo und willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Der Lü und der Black sind hier und nicht Hallöle. Und wir untersuchen jetzt ein abgestürztes imperiales Schiffswrack. Oder wir zerlegen erstmal die ganzen Leute, die da sind. Richtig. Ich meine, untersuchen kann man hinterher auch noch. Was? Sind mittlerweile sogar nur noch 4 Level, ne? Was? Ja, Unterschied? Ich glaub, ist ein bisschen weniger geworden, ne? Wenn man drauf achtet, ja. 4 Level Unterschied, hä? Ja, also jetzt wirklich die Mobs, die hier sind, dann sind wir. Ja, natürlich. Wir werden so langsam kommen wir wieder in Bereiche, wo wir nicht mehr ganz so überlegen sind. Merkt man auch daran, dass die öfter umfällt. Ja, das ist mir eigentlich umgefallen im PvP. Ja, bestimmt irgendwo, wo ich nicht gemerkt habe. Oh, da hinten kommt ein Kampfläufer. Komm, die probieren wir auch mal. Würde mich eigentlich schon mal interessieren, ne? Wie oft wir verreckt sind im Let's Play. Leider habe ich ja keinen Kill-Counter drin, keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, schreibt mal in die Kommentare, wenn jemand mitgezählt hat. Ansonsten, ja. Ich glaube, du eher mehr. Und so. Ich mehr? Überhaupt? Ja, gut, ja, natürlich. Ja. PvP mitgerechnet oder ohne? Ja, ohne. 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 Mit ohne. Ja, den PvP, also mit, ja. Wäre, glaube ich, ein bisschen unfair für mich, glaube ich. Ja, also es geht eher ohne, weil du, ja, du bist ja dann doch eher noch derjenige, der halt ein bisschen länger steht. Und, Plum. Ja. Eine Blasterkanone, meins. So, okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Irgendwie das Schiffswrack untersuchen. Ich sehe hier aber nichts, was ich untersuchen kann. Das ist bei mir schon wieder weg irgendwie. Ach so? Irgendwo stand da jetzt, hol den Schattentransponder zurück. Ja, also bei mir ist es schon wieder lila, sagen wir es mal so, ne? Dass nur du jetzt bei der Quest bist. Was also hast du gerade gemacht? Dass ich... Bitte? Hast du ihn gerade gemacht? Warum? Ja, irgendwas musst du ja gemacht haben. Warum? Wenn das jetzt schon wieder lila ist bei dir. Hä? Ach nee, hol den Transponder, es ist schon wieder was anderes. Besiege Imperian, hol den Transponder von Schatten 2 zurück. Wo ist denn Schatten 2 schon wieder hin? Ich habe den schon. Kann eigentlich nicht sein. Bei mir steht er als nicht haben da. So und so. Okay. Ja, keine Ahnung. Leuchtet der irgendwo hier? Nee. Hier ist nur Bio. Jetzt ein bisschen rausgerupft. Not nehmen wir uns erstmal den nächsten vor und schauen mal, im Notfall müssen wir halt erst zurückkehren. Ja, also wie gesagt, bei mir die eine Quest, die vorhin lila war, die ist ja auch wieder weg, ne? Wir haben ja hier noch mehrere Schiffswracks. Ja, ne, wie gesagt, die eine Quest, die lila war, das lag daran, also dass Schatten wir neu eingeloggt wurden. Schatten 2 ist bei mir weg. So, mhm. Ich weiß nicht, ich kann ja nochmal gucken, wie war das nochmal? LJLK, keine Ahnung. L. Ne, Balmora. Oh, guck mal Anna an. Ach, oh mein Gott, wir haben ein PvP-Spiel. Na dann, los geht's. Okay. Oh mein Gott, wir haben eine Stunde gewartet. Nee, eine halbe Stunde. Stunde haben wir gewartet. Ja, genau. Okay. Aber man muss auch dazu sagen, wie gesagt, ist spät abends. Ja, okay. Das hat uns eigentlich gewundert, dass überhaupt eins zusammenkommt. Weil, wie gesagt, der Server ist ja auch nicht der gut besuchteste von denen, die wir haben. PvP-Server mag irgendwie keiner. Was denn? Das Imperium hat uns gefunden. Ich fliege gerade mit dem Kleider hier rein. Ja, ich auch. Haltet sie so lange aber das war vorher noch nicht, zurück. Oder? Dass man über die Arena drüber fliegt? Doch, am Anfang schon. Ich weiß, glaube ich nur, wenn man Angreifer ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann natürlich auch sein, dass wir erst in der zweiten Runde angekommen sind, aber ich glaube nicht. Müsste schon hinhauen. Hui! Nee, das wäre ja dann Blödsinn. Dann hätte es ja eine sinnlose Animation, die Ewigkeiten dauert. Ja. Aber sind ja gleich da. I kill for money. Außerdem steht es ja da, Runde 1. Mit Tigergesicht. So. So, da ist er. I kill for money, hallo. So, und I kill for Spaß. So, ich kann ja mal inzwischen die ganzen Leute hier wieder auf eine Mission schicken, um ein bisschen das Geld loszuwerden. Hehehehe. Wird erledigt. Sofort. Wird auch erledigt. Du hast die Hülse durch Abonnentenstudie. Achso, ich kann nur 3 auf einmal losschicken. Na gut, okay. Dann sind halt 3 unterwegs. So, die Dinger kann ich nicht annehmen. Mist.
Mist, mhm. Mist. So, ich nehme hier auch nochmal ein bisschen was an der einfachen Auszeichnung und dann. So. Ja, Kriegsgebiet, Medipack brauche ich nicht. Aber 3 Sekunden noch. Oh, wir sind zu viert. Ja, herzlichen das Glückwunsch. Das ist ja schon wieder spaßig. Zurück, wenn Sie vorhin, ja, mit ein bisschen Glück sind die anderen auch nicht besser. Ja, schauen wir mal. Ja. Ja, gut. Auf geht's. Da ist auf jeden Fall einer. Naja, wir sind bei denen auch nicht. Na dann. Nee, das wird natürlich dann auch für die Spiele. Na dann, dann ist also es halbwegs ausgeglichen. Oh, scheiße, wir müssen auch direkt auf die andere Seite. Sind wir die Angreifer oder die Verteidiger? Wir sind die Verteidiger, Mann. Das ist schlecht. Okay, die sind doch einer mehr. Das ist ja, auch schlecht. Das war auch schlecht. Okay, das war doof. Ja, okay, die sind direkt schon weitergekommen. Weil sie halt auch eine mehr sind. Ja. Was ich machen? Ich bin direkt schon drüben. Achso, ja. Toll. Wenn die gleich die Laderampe, die Rampe auch gleich ausmachen. Nee, nicht wenn es nach mir geht. Ja, ich beobachte das mal schön. Ich bin ja wieder tot. Kill for Money flüchtet gerade vor vielen Spielern. Ja, und ich war neben Kill for Money ist tot. Ja, wurde besiegt. Und so. Na gut, dann wird jetzt gleich die Rampe ausgefahren werden. Ja, eine wurde schon ausgefahren. Jo, genau. Adea ist auf linker Seite. Ja. Oh, da ist ja einer durch. Da ist einer durch. So, ja. Adea ist tot. Oh, das ist gut. Warte mal. Achtung, hier hinten ist jemand am Tor. Ja, ich bin da. Ja, wir bleiben wussten noch im Haus. Mist. Ja, jetzt hast du die zweite Seite aber schnell. Wir sind nur zu. Ja. Lol. Oh, das ist ja wieder natürlich, irgendwie. Ist ja natürlich auch fies, wenn die Leute einfach abhauen dann. So, finde ich doof. Ist gemein. Aber das haben wir in letzter Zeit auch oft da. Ja, aber scheint Star Wars zu liegen, ne? In Star Wars ist das eigentlich selten der Fall gewesen. Bis jetzt. Ja, gut. Es gibt halt immer solche Leute, ne? Illegale Truppen haben den Datenkern gesichert. Wir sind doch noch gar nicht am Anfang gewesen. Nicht gewinnen. Rückzug. Ach so, wir waren zu wenig Leute wahrscheinlich. Da hat er gesagt, okay, fertig. Ja. Okay, bekommst du deinen Punkt. Genau, kriegst du auch. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben. Wie gesagt, lag auch an der Zeit, dass wir nicht voll geworden sind. Ist natürlich doof, wenn einer vorzeitig ausgibt, nur weil es am Anfang nicht gut aussieht. Letzten Endes, es hätte auch genauso gut andersrum aussehen können in der anderen Runde, weil, wie gesagt, wenn die nicht viele sind, haben sie auch nicht viele Leute zum Verteidigen. Auch wenn sie einer mehr sind. Das ist Wurst. Richtig. Machbar wäre es gewesen. Das stimmt allerdings, ja. Er wollte, dieser I Kill for Money hat wahrscheinlich kein Geld gekriegt. Leider nein. Ja, hast du nicht genug bezahlt, ne? Mhm. Naja. Wahrscheinlich sollte er sich umnennen in I Die for Money. Richtig. Ja, nee, aber man muss dazu sagen, also keine Ahnung, jetzt spieleübergreifend hatten wir jetzt in den letzten, ja, ein paar Spielen schon etwas Pech gehabt mit AFK-Leuten. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss man sagen. Also Arjan war es auf jeden Fall gewesen. Ja. Genau. Und, also jetzt ist das wieder bei mir normal irgendwie. Was ist normal, hä? Hä, bei mir ist es jetzt hier nicht mehr lila. Ja, vielleicht war es ein Buggy doch irgendwie, oder was weiß ich. Ja, aber was musst du dann machen hier? Wo muss man hier was herbekommen? Ich weiß es nicht. Wir hauen erstmal weg hier. Komm mal erstmal weg. Oh, hier ist was Gelbes. Bestimmt hier. Hopp. Schattentransponder. Nee, abgeschlossen, hol den Schattentransponder zurück. Jetzt habe ich das Ding. Oh. Stirbst du gerade? Ja, komm mal her, ja. Okay, war's noch. Achtung, davon sind noch ein paar. Und da hinten ist auch noch was Gelbes. Ja, ich habe auch jetzt den Transponder habe ich jetzt auch mit. Achso, okay. Ja, dann nehme ich das Gelbe hier. Noch ein Schattentransponder, okay. Warum auch nicht? Da hinten liegt auch noch einer. So, ich habe jetzt Ich habe nämlich gerade meine Elara noch auf Mission. Ich dachte ja eigentlich, das PvP geht ein bisschen länger. Da habe ich die einfach mal auf Mission geschickt und so. Okay. Kann ja keiner riechen, dass I Kill for Money abhaut. Der ist schuld. Du hättest die auch mal ein bisschen heilen können, aber okay. Ja, weiter geht's. Was soll's? Kein Ding. Was soll's? Kein Ding. Kriegen wir hin hier.
Besiege die imperialen Streitkräfte war da noch als Bonus, was soll's. Oh, den kannst du sogar angreifen. Ja. Ja, den kannst du auch angreifen. Geht nicht bei allen großen Mobs. Und Möpsen. Weiß jeder Kerl, nicht alle Möpse kann man angreifen. Richtig, ne? Welche denn zum Beispiel nicht? Die von deiner Mama, was weiß ich denn? Ja, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ja, ich hab doch gesagt, heil dich mal, aber nein, er wollte ja nicht. Lalalala. Ihr abhaut hier. Ihr verzweifelt flieht. Ja, naja, schlechter Heiler halt, ne? Schlechter Heiler, sei froh, dass überhaupt einer dich geheilt hat. Nee, schon gut. Alles gut, man muss ja am Leben zufrieden sein, was man bekommt, ne? Genau, ich könnte dich auch sterben lassen. Ja, hast ja schon oft genug welche sterben lassen, denn wegen dir sind ja auch schon welche aus unserer Gruppe rausgegangen. Nur weil ich nicht mehr auf Heiler geskillt war und vergessen habe umzustellen. Das ist alles. Und wobei man sagen muss, ich habe, wie gesagt, dieses Quad Drive ja auch schon ohne Heiler durchgemacht. Das ist durchaus möglich, dass man da als 3 DDs, als 4 DDs dort drin reingehauen wird. Und ohne. Deswegen. Und es geht auch. Deswegen war das, wegen der Bonusquest, wo. Deswegen wurde das die ganze Zeit noch auf der Karte angezeigt. Ja, okay. Tata. Ja, ich hab die Lösung. Sag ich doch. Ich bin so schlau, ne? Ja, naja, das ist so die. Naja. Ja, das geht schon, ne? So, ist ganz Eric okay. Wäre jetzt einsatzbereit. Ich glaube, hole ich mir den hier schnell her, sobald wir die Typen hier weg haben. Damit wenigstens einer mitfightet. Auch wenn er scheiße ausgerüstet ist. Der Eric Jordan, oder was? Jo. Das war der erste, ne? Den du hattest. Als Gefährten. Ja, genau. So langsam mal wieder Zeit gesehen, Gefährten hier, ey. Ich hab gelesen von 5 Gefährten insgesamt. Und ich habe 3. Nö, ja. Ich glaube, der eine der Typ, der schöne Augen macht, der Doc, dürfte euer Nächster werden. Ja, mit dem Schnauzbart. Ich glaube ja. Ja. Könnte sein. Also, Transponder von Schatten 3 haben wir auch zurückgeholt. Sieht doch gut aus. Okay. Dann sieht das ja wirklich gut aus. So, dann können wir eigentlich die Quest auch direkt instant abgeben. Ja. Bereitung, ja, genau. Da sind wir ja schon auf dem Weg dorthin. Frühwarnsystem. Ja, ja, genau. Meine Quest und deine Quest sind jetzt auf dem selben Gebiet scheinbar. Zumindest in derselben Richtung. Genau. Ja. Dann passt das doch. Was ist das hier eigentlich, was da oben ist? Hm? Oder. Ach so, willst du erstmal da? Okay. Ja, ich wollte erstmal hier wieder auf den Weg hier irgendwie. Ja, also hier lang. Ach so. Okay. Ja, ja, genau. Nun gut. So sei es. Oh, dahinter ist auch wieder. Ja, wollte gerade sagen, dahinter ist auch eine Basis. Oh, Flumm, ja. Du hast den Ort. Arkanischer Außenposten entdeckt. Gleich mal freischalten für Schnellreise und so. Ich meine, hier ist einfach noch ein Gespräch halt, ne, aber. Ja, ja, warte, immer mit Ruhe. Erstmal das Wichtige. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Route zur Verfügung. Eine schöne Basis, ne? Ja, genau, so basisch. Mit einer riesen schönen dicken Kanone. Kam gerade so richtig schön dein sächsischer Akzent zur Geltung. Ja. Ja, ich habe auch ein bisschen versucht, hier schön sächsisch zu reiten. Ach ne, das war ja nicht sächsisch. Außerdem ist das mein sächsischer Charme. Das war jetzt nicht sächsisch. Das war jetzt schamhaft. So, bist du das da? Das war jetzt schwul. Das war jetzt eher schwul, ne? Ja, das eben. Ist, das ist sein zweites Leben. Das ist das Leben nach dem Let's Play. Ha. Sag du nur weiter so. Dann schlafe ich nicht mehr mit dir. So. Oh mein Gott, nee, lass mal. Halt mich ruhig weg, denn. Das Imperium hat Okara zwar in der Hand, aber ich gehöre ihm nicht. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Na großartig. Das Imperium reißt meinen Arbeitsplatz an sich und auf einmal bin ich ein Verräter. Ich habe die einmalige Chance, ihn alles zu ruinieren, aber die Republik hört einfach nicht auf mich. Ihr könnt es der Republik nicht übel nehmen, dass sie euch nicht traut, wenn ihr für das Imperium arbeitet. Ich töte doch keine Jedi oder so etwas. Ich baue Droiden und auch noch schlechte. Aber das ist bloß böswillige Faulheit. Es wird Zeit für richtige Sabotage. Seit ein paar Monaten arbeitet die Fabrik an einer großen Lieferung Kampfdroiden für das Imperium.
Zur Qualitätssicherung habe ich ein Virus entwickelt und einen der Droiden eingespeist, um zu sehen, was passiert. Es kam zu einer gewaltigen Fehlfunktion. Stellt euch vor, wenn wir die gesamte Lieferung mit dem Virus infizieren würden. Das Imperium hätte eine ganze Horde wild gewordener Kampfdroiden am Hals. So etwas könnte das Vertrauen des Imperiums in seine Droiden für immer erschüttern. Man müsste das Virus nur sämtlichen Einheiten einspeisen. Wir setzen spezielle Relais-Droiden ein, die die nötige Programmierung auf die Kampfmodelle hochladen. Wenn wir die Relais-Droiden infizieren, sollten sie das Virus an die anderen übertragen. Ich würde es ja selbst tun, aber sie werden von Wächterdrohnen überwacht. Wenn ihr an diesen Wächtern vorbeikommt und das Virus hochladet, werden tausende imperialer Droiden geschädigt. Würdet ihr das tun? Die Republik kann sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich bin dabei. Nulilak Apajam Kamgam. Amka Nemnang. Ampa Nemnang Memua Inok. Nikat Agak Kipnebab. Naya Amgam Barakeki. Bumogala Apajam. Nelama Ini Amka Amgam. Okay. Endlich hört mal jemand auf mich. Danke sehr. Bitte sehr. Okay. Okay. Infiziere die Relais-Droiden 0 von 3. Klar, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die können wir ja dann mal gucken, ob wir die vielleicht in der nächsten Folge infizieren. Für diese Folge ist auf jeden Fall Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis denn. Tschüss.